So, da sind wir wieder. Ja, die erste Stunde ging so schnell rum, gar nicht gesehen, dass der Akku leer war. Oder mitbekommen. So, wir sind jetzt auf der 6. Der Achim führt uns auf die 6. Wir können uns dann nochmal verabschieden von der schönen Schaumburg. Genau, das nächste Highlight ist keine Burg. Wir können auch mal beim toten Mann. Der sieht nicht gesund aus hier. Der hier, so zwischen den Bäumen. Was haben wir? Ich denke die 6. Rechts halt. Rechts? Rechts an die 7. Hast du die Route nicht runter? Das ist gut, dass wir den Navigator blind vertrauen. Ja. Die andere Strecke wäre die Abkürzung gewesen. So. Da hätten wir nicht auf der Strecke gemacht, Tito. Rastplatz mit Pferdenblick. 2,5 Kilometer von hier ist das nächste. Aha. Ja, das wäre die Abkürzung gewesen. Hat der Arm recht? Wir wollen ja was sehen. Genau. Also die Route, die ich da ausgewählt habe, die ist ein bisschen abgewandelt von der original empfohlenen. Die ist hier ein bisschen größer. Also das ist ja auch richtig. Wir sind ja auch keine 5 Kilometer. Nee. Fand ich ein bisschen attraktiver. Ja, das kannst du ja auch schön mit Komoot, kannst du ja auch selber schön pflegen. So 2, 3 habe ich schon aufgezeigt. Ja, ich habe ja auch schon ein paar eingegeben. Ja. Aber wie gesagt, ist ein bisschen schlecht, dass du, weil du auf der Strecke bleiben musst. Ne? Das ist manchmal nicht so schön für die Planung, obwohl das jetzt ja möglich sein soll. Die haben die, glaube ich, geändert. Wie war es denn in Tschechien mit Komoot? Ja, das gewesen sein. Ja, sind die Touren auch recht gut ausgearbeitet? Oder? Das waren nicht ganz so viele, ne? Ja. Die waren ganz schön weit auseinander. Und du hast ja wahrscheinlich meistens außerdem selber welche gemacht, oder? Ja, außerdem war zu viel Schnee, sodass wir teilweise abbrechen mussten, weil wir bis zum Knien im Schnee waren. Ja. Ja, gehst du halt zurück? Das war auch richtig Schnee. Ja. Und da gingen ja auch Rodelpisten. Da haben wir gesagt, nee, dass wir jetzt hier Schlier oder Klitten in den Hacken kriegen. Und das war arschblatt. Naja, war schon toll. Silvester war also jetzt schon Weihnachten. Heiligabend schön im Hotel eingeladen gewesen. Hier Gänsemenü mit Getränken umsonst. Hat schon Spaß gemacht. Das ist cool, sowas. Ja, ich hatte mal mit den Kindern auch mal sowas gemacht über Weihnachten. Das kam auch sehr gut an, muss ich sagen. Ja. Da zehren die heute noch von. Mit nach Hause. Hier ist Center Parks. Mit. Ja, war cool. Hat auch Spaß gemacht. Schön mit Kamin und so. Das ist schon. Schon toll. Möchte ich ganz gerne noch mal im Sommer erleben. Da ist wahrscheinlich eine ganz andere Atmosphäre, aber ja. Ist ja überhaupt im Sommer so viel los? Doch, ja. Da ist Oberstdorf. Das ist ja mir alles zu teuer. Das sind alles, ja, das ist ja diese ja. Da wirst du immer Tisch gezogen. Das ist ja so, bei diese Touristenzentren. Die leben davon. Hallo, die können da fast gar nicht mehr von leben, weil das da so teuer ist, dass sie sich schon bald keine Wohnung mehr leisten. Also ich habe da Sachen gelesen und gesehen, eine Reportage in diesen Touristenzentren, da kannst du dir bald ja keine Wohnung mehr mieten. Die kommen alle von außerhalb. Nein, lieber über den Berg. Das ist genau wie ja, das ist auch auf Sylt oder so, ja. Derselbe Fall.
Tschechien. Solange es da noch günstig ist, irgendwann wird das ja auch sein. Also wenn du da in ein Touristenzentrum fährst, werden die Preise auch anziehen. Das ist halt so. Aber zum Glück gibt es ja noch genügend kleine Städtchen und Dörfer. Ja, wir haben für ein ganzes Apartment über Weihnachten 50 Euro gekriegt. Genau. Und deswegen, hallo, Guido. Drei Personen. Nein, deswegen vermieten die ihre Wohnung auch nicht mehr. Überleg mal, du kriegst 400 Euro für einen ganzen Monat oder 80 Euro pro Tag. Ja, ich meine, du kannst die Vermieter auch verstehen, aber dass das für die Gegend scheiße ist. Ja. Aber du zahlst ja nicht für eine Hotelübernachtung. Das ist ja ein bisschen was anderes. Das kannst du nicht unbedingt vergleichen, Guido. Da zahlst du mehr, da zahlst du einen Huni. Aber da hast du auch Zimmerservice und sowas. Die Leute müssen ja auch bezahlt werden, die brauchen ihr Geld auch. Es geht halt darum, dass sich das gar nicht mehr rentiert, in so einem Dorf zu leben. Selbst das Handwerk rentiert sich da nicht mehr, hier Bäckereien und so, die machen zu. Das aber alles auch Ketten sind. Nein, auch das. Weil die haben auch keine Leute, die da arbeiten, weil keiner sich das leisten kann, da zu leben und zu arbeiten. So viel Stundenlohn kannst du gar nicht zahlen, wie die Leute brauchen. Das ist es doch. Ich bin mal gespannt, wie das irgendwann mal endet. So. Ja, ehrlich, Mensch. Wollte mich doch nicht schon wieder aufregen hier über den scheiß Kapitalismus und. Ja, Guido schon. Tschüss, Guido. Du regst mich nur auf. Ja, guck dir nachher an. Mach da wieder ran. Beleidigtes Gesicht. Beleidigte Leberwurst. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin doch völlig unschuldig. Oh, hier, Alter, hier. Jetzt können wir singen. Jetzt kommen die lustigen Tage. Kennt einer die Musik? Auf, du junger Wandersmann. Bla, bla, bla. Ja. Guido, du machst die Melodie, ich singe. Hier piept es. Piep. Ja, warum? Keine Ahnung. Also, nächsten Wegpunkt erreicht. Nice. Eigentlich hatte ich mir ein bisschen mehr Schnee erhofft, aber ich bin ja schon froh, dass wir so viel haben, wie wir haben. Ne? Also, ich weiß, ob wir es dieses Jahr nochmal haben. Das ist genau die Frage. Ne? Ich weiß ja nicht, wie sich das Wetter entwickelt in nächster Zeit, aber wir hatten ja auch schon mal Schnee zu Ostern gehabt. Ne? Auch wenn das schon lange her ist. Ich habe dann 2 Wochen Urlaub. Wann? Mitte April. Also April fast her. Ja, ja. Da brauche ich keinen Schnee, da ist mit 20 Grad Sonne lieber. Bin nur noch 15. Ja. Kann ich dann verstehen. Ja. Irgendwie reicht das dann auch. Ne? Ist dann, zu dem Zeitpunkt möchte man halt doch was anderes haben. Das ist wohl wahr. 2 Wochen mehr zu Hause oder ein Schnee gehört wieder wohl nicht. Ja, das stimmt.
Wird immer nicht groß ankommen hier. Zu bewölkt. Zu bewölkt ist das. Scheiße, du hast ja heute doch schon eine Möglichkeit gewesen. Guido, vergesst deine Depression und komm, wir alle machen jetzt. Aber wir hätten heute probieren können, wie er den Bollerwagen zieht. Mit dem Proviant und so. Erstmal so ganz leicht beladen, so 20, 30 Kilo. Den Bollerwagen habt ihr denn? Noch keinen. Wir besorgen aber einen mit Gummireifen. Wieder. Und mit Bremse. Wenn du loslässt, bremst der Wagen dann. Aber wir schneiden dich daran fest. Das ist so. Du wirst da festgegurtet. Was? Am besten wie so ein Husky, ne? Ich glaube nicht. Das sieht bei dir sieht das bestimmt nicht so elegant aus wie beim Husky. Ja, und hübsche Augen ist auch was anderes. Aber ich kann den Hundeblick machen. Du kannst den Hundeblick machen, ja. Jetzt sieht mich die Kamera. So, und knurren kannst du auch, ne? Ja, ja. Du, ich werf dir da ein Stück Fleisch hin, aber roh. Ja. Man kann dann drauf rumkauen und lutschen. Oh, hier waren die Wölfe. Die Wölfe, Achim. Guck, 27 Kilometer. Ach was, das ist ein anderes Rad. Was? Rechts, rechts, rechts. Du guckst nach links. Bleib doch mal locker, Alter. Mach doch nicht gleich einen Stress hier. Hier ist er doch. Hier ist er doch. Ja, ja. Er steht uns auch Sachen. Genau, das hier ist der Rentnerweg. Das ist wirklich der Rentnerweg hier. Hier, das ist der Rentnerweg, den wir da gegangen sind. Jetzt hat er wieder ein bisschen Angst. Das hat er wieder ein bisschen Angst. Es geht mal ein bisschen querfeldein, da kennt er sich nicht mit aus. Ne? Komm, 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 schön festhalten, kleiner Mann. Nicht, dass du dir noch die Haxen brichst. Denk daran, wir lassen die liegen. Oh, da ist ein Teich. Da können wir angeln. Mike, hier kannst du fischen. Ha? Ja, vielleicht ein bisschen klein. Ich glaube nicht, dass da Fische drin sind. Die würden noch gar nicht überleben. Ja, wir müssen noch weiter runter, ne? Jo, gleich runter. Bist du sicher? Hier. Hier ist der Weg. Ja. Wo ist der Brinkmann? Alter! Das gibt's doch nicht. Was macht denn der die ganze Zeit da? Der